Ich habe jedes Mal Angst, wenn ihr Sprite wechselt und dergleichen kommt, dass wieder irgendein Shit passiert. Und du hast ein ganzes T-Set hier in dem Klassenraum, was du hier aufbewahrst? Ah, mach dir keine Gedanken deswegen. Die Lehrer haben uns Erlaubnis gegeben. Schließlich hilft nicht eine heiße Tasse Tee, um dafür zu sorgen, dass man ein gutes Buch noch mehr genießt? Haha, schätze schon. Lass dich selbst nicht zu sehr beeindrucken. Also, versuche nicht zu sehr beeindruckt zu sein, denn Juli will dich nur beeindrucken. Wie kann man das Intimitated dann noch anders als beeindrucken ausdrücken? Intimidated. Eingeschüchtert. Oh, danke. Sei nicht so eingeschüchtert. Juli versucht nur, dich zu beeindrucken. Das ist doch nicht... Ein wenig, beleidigt schaut Juli weg. Ich meinte damit, dass... Du weißt schon... Ich glaube dir. Nun ja, Tee und Lesen sind jetzt nicht die üblichen Zeitvertreibe, die ich mache, aber zumindest mag ich Tee ganz gern. Oh, da bin ich froh. Judy lächelt sanft, lächelt sanft in Erleichterung. Also Flo, was für Dinge magst du denn gerne zu lesen? Wenn ich bedenke, wie wenig ich diese letzten paar Jahre gelesen habe, dann weiß ich nicht, ob ich wirklich eine gute... ob ich dem gut antworten kann. Manga. Flüstere ich leise mir selbst zu, halb im Scherz. Natsukis Kopf schrickt dabei, als sie das hört, aber ein wenig auf. Sieht aus, als würde sie etwas sagen wollen, aber sie bleibt ruhig. Ah, also liest du nicht so viel, schätze ich mal. Naja, das kann sich ja ändern. Was sage ich denn da? Ich habe das einfach so ausgespuckt, nachdem ich Julis trauriges Lächeln gesehen habe. Jedenfalls, wie sieht's bei dir aus, Juli? Nun, lass mal sehen. Juli fährt am Rand von ihrer Teetasse mit ihrem Finger entlang. So war das, glaube ich, gewesen. Meine Favoriten sind normalerweise Romane, die tiefe und komplexe Fantasy-Welten erschaffen. Das Level an Kreativität und Meisterhaftigkeit, die hinter diesen Geschichten steckt, ist unglaublich für mich. Und eine gute Geschichte in einer solch fremden Welt zu erzählen, ist ebenso beeindruckend. Ja, Juli fährt fort und ist definitiv sehr passionate. Ich habe passionate schon wieder vergessen. Passionate. Ist sehr leidenschaftlich, danke. Sehr leidenschaftlich, wenn es um das geht, was sie liest. Sie schien so zurückhaltend und schüchtern zu sein. Aber, in dem Moment, also als ich reingegangen bin in den Raum. Aber es ist sehr offensichtlich, durch die Art und Weise, wie ihre Augen aufleuchten, dass sie in der Welt der Bücher und nicht gerade bei normalen Menschen dort dann auf jeden Fall ihren Komfort findet. Aber, weißt du, ich mag ziemlich viele Dinge. Geschichten mit tiefen psychologischen Elementen, die sorgen auch dafür, dass ich mich denen hingeben kann. Ist es nicht unglaublich, wie ein Schriftsteller so ganz absichtlich einen Vorteil aus dem eigenen oder aus dem Fehlen der Vorstellungskraft des Lesers erzeugen kann und dafür sorgt, dass man komplett aus dem Bahn geworfen wird? Jedenfalls, in letzter Zeit habe ich ziemlich viel Horror gelesen. Ich habe einmal ein Horrorbuch gelesen. Ja, ganz verzweifelt greife ich nach etwas, wo ich dann wenigstens auf den kleinsten gemeinsamen Nenner mit ihr übereinkommen kann. Wenn das so weitergeht, dann könnte Juli auch genauso gut eine Unterhaltung mit einem Stein führen. Tja, das hätte ich von dir erwartet, Juli. Das passt gut zu deiner, Persönlichkeit oder zu deinem Charakter. Oh, ist dem so. Also wirklich, wenn eine Geschichte dafür sorgt, dass ich nachdenke oder mich in eine andere Welt bringt, dann kann ich sie einfach nicht weglegen. Surrealer Horror ist oft sehr gut darin, deine Sichtweise auf die Welt zu verändern, auch wenn es nur für einen kurzen Moment ist. Ich hasse Horror. Hä? Warum das denn? Weil es ist einfach... Natsukis Augen stechen oder kommen, gehen einen Augenblick in meine Richtung hinüber. Ist egal. Stimmt ja. Du schreibst ja normalerweise über süße Dinge, nicht wahr, Natsuki? Was?
Was gibt dir denn den Hirnstoß? Naja, du hast ein Stück von zusammengeknülltem Papier beim letzten Clubmeeting zurückgelassen. Und es schien so, als würdest du an einem Gedicht namens... Sag es nicht! Und gib mir das zurück! Ja. Es ist so seltsam, dass jetzt hier Sayuli in der Unterhaltung komplett rausgestrichen ist. Ich weiß dann gar nicht, wie tatsächlich die 1:1 Änderungen sind zwischen dem Play hier, gerade wenn es Sachen sind, auf die die anderen dann von Sayuli eingehen, was ja dann hier jetzt nicht mehr passieren kann. Weil jetzt, wo eine längere Zeit kein kleiner Jumpscare mehr war mit Verzerrungen der Realität und der alternativen Universums oder hier, fühlt es sich jetzt erstmal wie ein normales Replay an. Und es kommt einem alles so bekannt vor, die Sachen haben wir schon mal durch und vorgelesen und dergleichen. Aber irgendwann muss ja wieder ein Loopball kommen. So wie es Julia auch gerade gesagt hat, mit psychologischem Horror und keine Ahnung was. Und tiefen, komplexen Geschichten und dergleichen. Irgendwann wird mich das Ding ja wieder versuchen, auf dem falschen Fuß zu erwischen, das Spiel. Aber sowas von. Ich denke, jetzt habe ich es durchschaut, was es machen will, und dann kommt wahrscheinlich nochmal was. Natsuki, du schreibst auch deine eigenen Gedichte? Ja, ich schätze mal schon. Dann und wann? Warum geht dich denn was an? Oder was kümmert's dich? Ich denke, das ist unglaublich. Warum teilst du denn sie nicht mit uns irgendwann mal? Nein! Natsuki, wendet ihre Augen ab. Du würdest sie nicht mögen. Also eine nicht sehr, selbstsichere Schreiberin bis noch, oder? Ich verstehe, wie Natsuki sich fühlt. Jenes Level von Schreiben mit jemandem zu teilen, das braucht mehr als einfach nur Selbstvertrauen. Die wahrste Form des Schreibens ist, sich selbst etwas zu schreiben oder für sich selbst zu schreiben. Man muss gewillt sein, sich seinen Lesern zu öffnen, seine Schwächen und sogar seine tiefsten Abgründe des Herzens aufzuzeigen. Oh, hast du etwa Schreiberfahrung, Juli? Vielleicht, wenn du ein bisschen was von deinen Werken teilst, dann kannst du ja ein gutes Exempel statuieren und vielleicht auch dafür sorgen, dass Natsuki sich ein wenig komfortabler fühlt oder ein bisschen sicherer, damit sie ihre teilen kann. Ich schätze mal, Juli geht's dann ähnlicher. Und so sitzen wir alle einen Moment in Stille da. Während hier Sayuri jetzt wahrscheinlich etwas gemacht hätte. Oh, allein schon, wenn der Sprite sich so plötzlich wechselt von Monika, dann so. Ich jetzt schon wieder dachte, oh, was passiert jetzt schon wieder? Hey, ich habe gerade eine Idee. Wie wär's damit? Huh? Natsuki und Juli schauen ein wenig, Monika ein wenig fragend an. Wir sollten alle nach Hause gehen und unsere eigenen Gedichte schreiben. Und dann das nächste Mal, wenn wir uns treffen, teilen wir sie alle miteinander. Auf diese Art und Weise geht es jedem gleich. Ich dachte, es wäre vielleicht eine gute Idee. Nun ja, ich denke, du hast recht, Monika. Wir sollten wahrscheinlich auch anfangen, Aktivitäten zu finden, an denen wir alle teilnehmen können. Spricht sie jetzt wie die Vizepräsidentin. Ich habe mich ja schließlich entschlossen, die Verantwortung als Vizepräsidentin zu übernehmen. Deswegen muss ich auch mein Bestes tun, um auch diesen Club und seine Mitglieder zu nähren. Oder zu nähren, denke ich mal. Und übrigens, jetzt wo wir ein neues Mitglied haben, scheint es so, als wäre das auf jeden Fall ein guter Schritt, den wir gehen können. Stimmst du da nicht auch zu, Flo? Wartet mal, da ist aber noch ein kleines Problem. Hä? Welches denn? Jetzt, wo wir das wichtigste Thema eigentlich erreicht haben, da sage ich jetzt einfach mal ganz offen, was mir die ganze Zeit schon im Kopf rumschwirrt. Ich habe noch nie behauptet, dass ich dem Club wirklich beitreten würde. Monika hat mich vielleicht darüber überzeugt, dass ich hierher komme und mal reinschaue. Aber ich habe noch keine Entscheidung getroffen. Ich meine, es gibt auch noch andere Clubs, die ich mir anschauen will, und ich verliere ein wenig meinen Gedankengang. Alle drei Mädchen starren mich mit, dejected, mit fragenden, deprimierten, entmutigten Augen an. Oh, aber, es tut mir leid, ich dachte... Hä?
Die Mädchen tauschen miteinander Blicke aus, bevor Monika sich mir wieder zuwendet. Ich schätze, ich muss dir mal die Wahrheit sagen, Flo. Die Sache ist, wir haben noch nicht genug Mitglieder, um einen offiziellen Club zu formieren. Das heißt, die Mindestanzahl ist 4 und vorher hatten sie es. Und jetzt sind wir das 4. entscheidende Mitglied und diesmal das Druckmittel, sozusagen in diesem Universum. Ja. Und wir brauchen 4 Mitglieder. Und ich habe wirklich, wirklich, wirklich sehr doll versucht, neue Mitglieder zu finden. Und, naja, wenn wir vor dem Schulfestival nicht ein weiteres Mitglied finden, dann... Ach, ich kann einfach keine Verteidigungsmauer gegen diese Mädchen aufbauen. Wie soll ich denn eine gut durchdachte Entscheidung machen, wenn's das Ganze so hier abläuft? Da würde ich mich ja schrecklich fühlen, wenn ich jetzt hier alle in dieser Situation einfach, so niedergeschlagen zurücklasse. Und übrigens, der Club selbst scheint ja ziemlich entspannend zu sein. Deswegen, wenn Gedichte schreiben der Preis ist, den ich bezahlen muss dafür, dass ich jeden Tag mit diesen hübschen Mädchen hier verbringen darf. Okay. Gut, dann habe ich mich entschieden. Ich trete dem Literaturclub bei. Und eine nach dem anderen leuchten die Augen der Mädchen auf. Oh meine Güte, wirklich? Meinst du das wirklich, Flo? Ja. Könnte ja Spaß machen, nicht wahr? Da hast du mich wirklich kurz, huseln lassen. Ich meine, wenn du nach all dem jetzt auch einfach wieder so gegangen wärst, dann wäre ich echt super angepisst, weißt du? Flo, ich bin ja so glücklich. Jetzt können wir ein offizieller Club werden. Danke dir so vielmals, du bist wirklich unglaublich. Ich werde alles tun, was ich kann, um dir hier viel Spaß zu verschaffen, okay? Ja, danke, schätze ich mal. Okay, ihr alle. Ich schätze mal, damit können wir dann das heutige Meeting auf dieser, mit diesem guten Rausschmeißer beenden. Also, ändert euch alle an das Assignment für morgen, für heute Nacht, für heute Abend. Schreibt ein Gedicht, welches ihr zum nächsten Meeting mitbringt, damit wir es alle miteinander teilen können. Was ist jetzt beim Gedichtschreiben? Ich habe Angst davor, was mit der Chibi-Figur von Sayo, die unten links ist. Das werden wir ja gleich sehen. Monika schaut noch einmal zu mir hinüber. Flo, ich freue mich schon darauf zu sehen, wie du dich selbst ausdrückst. ja. Kann ich denn wirklich den Klassenstar Monika mit meinen mittelmäßigen Schreibskills beeindrucken? Ich spüre schon, wie die Anspannung in mir aufbrödelt. Brodelt, nicht brödelt. In der Zwischenzeit, machen die Mädchen miteinander weiter Smalltalk, während Juli das Teeset aufräumt. Tja, ich schätze mal, ich mache mich da mal auf den Weg. Okay, wir sehen dich dann morgen. Ich kann's kaum erwarten. Tja, und damit verlasse ich den Clubraum und mache mich auf den Weg nach Hause. Tja, den ganzen Weg über wandern meine Gedanken zwischen den drei Mädchen hin und her. Das ist doch jetzt auch prädestiniert für sowas. Ich werde trotzdem geschockt sein. Natsuki, Yuri und natürlich Monika. Nichts passiert? Werde ich wirklich einen glücklichen Alltag nach der Schule im Literaturclub mit den drei Mädchen haben? Und vielleicht habe ich eventuell die Chance, mich einem der Mädchen zu nähern. Okay. Ich muss einfach das Beste aus meinen Umständen machen und dann bin ich mir sicher, dass mich Fortuna, dass Fortuna auf mich herabscheinen wird. Und ich schätze mal, das beginnt damit, dass ich heute ein Gedicht schreibe. Du hast ein spezielles Gedicht freigeschaltet. Würdest du es gerne lesen wollen? Okay, ich kann nicht speichern oder so. Es ist nur schwarzer Bildschirm, wenn ich links klicke. Machen wir es einfach. Warum habe ich direkt von der ersten Zeile und von dem da unten das Gefühl, dass es eins von Juli ist? Heute. Deswegen lese ich es mal in ihrer Stimme vor.
Heute habe ich zum ersten Mal meine Haut aufgeschnitzt. Es war exhilarating, also aufregend, aber richtig aufregend. Exhilarating. Exhilarating. Es war belebend, beglückend. Ich denke, ich verstehe, wie empfindet. Ich soll doch eigentlich diejenige sein, auf die man sich verlassen kann. Deswegen denke ich nicht, dass ich es wieder tun werde. Außer ich entschließe mich dazu, mich selbst zu töten. Ich habe von dem Anlass oder von der Erinnerung dieses ersten Schnitts meiner Haut ein Memento hinterlassen. Hier unten. Das klingt normal. Alter. Leer. Was ist dann History? Ich speichere mal nur aus Geigentollerei auf 5, auf Seite 5. Und dann, was mache ich denn mal ganz kurz? Settings, Window, Fullscreen. Ich verlasse mal kurz das Spiel. Oder wenn, was passiert, wenn ich hier auf Load Game gehe? Sind nur die da. Sind die anderen wirklich gelöscht? Hätte ich es vorhin direkt mal probieren müssen? Jetzt ärgere ich mich, dass ich es nicht getan habe. Wenn es jetzt wirklich weg ist. Ich starte mal ganz kurz. Ich mache mal das Spiel aus und starte es nochmal kurz neu. Einfach nur mal, um zu gucken. Weil ansonsten würde ich die Aufnahme jetzt erstmal beenden, weil es ist der Freitag. Gestern am Donnerstag sind alle Vorproduzier-Uploads abgelaufen. Und jetzt habe ich erst wieder die Zeit, neu aufzunehmen. Und ich muss auch noch Danganronpa aufnehmen im Anschluss, deswegen. Ja, will ich jetzt aber zumindest mal schauen. Was passiert jetzt eigentlich? Scheiß die Wand an. Es ist alles weg. Nach wie vor. Ich hätte vorhin mal versuchen müssen zu laden. Jetzt ärgere ich mich. Ja, das wollte ich jetzt nicht unbedingt. Ich gucke noch mal ganz kurz in den Ordner, in den Traceback-Text. Da ist nichts, die Datei hat sich nicht verändert. Das ist noch wie vorhin. Ja, dann würde ich sagen, mit diesem schönen Bild hier verabschiede ich mich erstmal von dieser Aufnahme hier. Jetzt zeigt das Spiel langsam sein wahres Gesicht, würde ich mal sagen. Wofür habe ich all die anderen Speicherstände gemacht? Ich ärgere mich, dass ich jetzt nicht nochmal versucht hätte zu laden. Da wäre bestimmt auch irgendwas Abgefucktes passiert. Entweder habe ich nochmal die Gelegenheit, wenn wir eins der anderen Mädels auslöschen und dann versuchen, es neu zu laden, was dann passiert. Oder das muss ich mir dann mal irgendwann... Da hatte ich jetzt gerade wieder das Gefühl an der Stelle eben, dass da eine Dissonanz drin war im Song. Aber ich interpretiere auch vielleicht schon viel zu viel rein. Ansonsten muss ich mir das dann, wenn ich mal mit dem Spiel durch bin, an anderer Stelle angucken, weil Leute das bestimmt probiert haben werden in Streams und dergleichen. Und es gibt ja genug Leute auch von den YouTubern, Streamern und dergleichen, die ich gucke, deren Let's Plays ich gucke, die auch das hier gemacht haben, das Spiel. Ich versuche mich ja aber noch nie draufgeklickt, weil ich mich ja versuche auch von allen Spoilern fernzuhalten. Und das war jetzt eine ganz schöne Aufnahme. Gut, dann würde ich mal sagen, das war Doki Doki Literature Club mit unseren drei Mädels, Juli, Natsuki und Monika. Und dann so, keine Ahnung, irgendwie die drei sind dann nochmal, muss wahrscheinlich irgendein Fehler in der Matrix sein, dass dann das alles so ein bisschen durcheinander da aussieht. Wahrscheinlich irgendwie nur so ein Fehler. Ich meine, ansonsten von der Bildkomposition würde auch gar nicht ein anderer Charakter dahin passen, weil die so schön in einer Reihe aufgereiht stehen. Also so, nee, halt so. Nee, die Kamera ist andersrum, so rum hier, also in die Richtung dann. Gut.
Ich rede mich um Kopf und Kragen. Ich sage einfach mal, wie gesagt, Matane, bis zum nächsten Mal. Dann schauen wir mal, wie es weitergeht hier. Tschüss.